Lieber Florian, wir knüpfen an unser letztes Video an. Und zwar gibt es wieder drei Fragen an dich. Mit Frage Nummer 1 starten wir mal. Was gibt es für Reaktionen auf das Video? Wie war das da eigentlich? Dass wir anknüpfen, ist, glaube ich, deswegen gut, Lisa, weil wir gemerkt haben, das Video haben sich ein paar Leute angeschaut. Habe ich interessant gefunden, eigentlich. Die spannendste Reaktion, war, die ich gekriegt habe, war: Aha, ihr habt das verstanden, was New Work im News-Bereich ist. Ich habe dann auch andere Videos gesehen, weil es gibt jetzt mehrere Leute, die mit Podcasts, mit Videos starten. Und da habe ich dann auch ganz andere Impulse gesehen, dass man zum Beispiel den Bewerbern sagt, warum eigentlich man gefälligst zufrieden sein muss, wenn man wo ein gewisses Angebot hat und man muss als Junger ja lernen. Und wenn man selber noch jung war, dann hat man das auch alles in Kauf genommen und das muss ja jetzt auch so sein. Und ich glaube, das ist gerade der springende Punkt. Das ist nämlich nicht mehr so, dass man sagt, aha, das ist der Generationenvertrag der Rechtsanwälte, der Rechtsanwaltsanwärter, dass das Leid immer weitergegeben wird. Jetzt sehr überspitzt gesagt, das ist ja ein wunderschöner Beruf. Das ist es eben, glaube ich, nicht mehr, sondern es haben jetzt einige viele, war es Corona oder war es dann alles zusammen, was jetzt passiert ist? Irgendwann haben es, glaube ich, einmal hat es Klick gemacht in den Köpfen von sehr vielen und die denken sich, aha, ich habe einfach gewisse Anforderungen an einen Job. Und da sind wir eigentlich gefordert, weil wir haben die Stelle zum Beispiel nachbesetzt, die wir ausgeschrieben haben. Also ich habe auf meinen Brief einen Antwortbrief bekommen. Das hat mich irrsinnig gefreut. Aber ich möchte eigentlich jetzt da nicht stehen bleiben, sondern ich habe dadurch weitergedacht, wie man neu nachdenken könnte über Zusammenarbeit. Und wir sind immer offen für Leute, die zu uns passen und die einen frischen Wind reinbringen und die das Team positiv bereichern. Deswegen machen wir da jetzt eigentlich nicht halt. Zum Stichpunkt Team, wie ist es eigentlich, in deinem Team zu sein oder bei uns im Team zu sein? Das müsste eher dich fragen als mich, weil ich bin ja eigentlich immer der auf alle irgendwie so ausstrahlt oder mit dem man sich irgendwie arrangiert oder was. Nein, bei uns im Team, wir haben jetzt vor kurzem erst, sind wir da an dem Tisch zusammengesessen mit Brötchen vor 2 Tagen. Und da habe ich mir so für mich gedacht, eigentlich toll, was wir für ein positives Team haben und wie super da die Zusammenarbeit ist und wie klasse es ist, wenn man wertschätzende Kollegen hat. Habe das auch so ausgesprochen, weil das ist nämlich auch oft so, man denkt sich was, sagt es aber nicht und wir sollten auch gerade die positiven Dinge betonen. Also Wertschätzung im Team. Weit weg von Reibereien oder von irgendwelchen Intrigen oder wo man sie nicht vertragt und das strahlt aus. Na, bei uns ist es, wer zu uns passt, das merkt man meistens, wenn das Bewerbungsgespräch von allen, die bei uns da so im Empfangsbereich sitzen oder wo man vorbeigeht beim Konzipientenbüro oder die dann kurz Grüß Gott sagen oder Hallo zum Bewerber. Und ich gehe dann meistens eine Runde nach einem Bewerbungsgespräch und spreche mit jedem Teammitglied und sage, und, wie ist so deine Meinung? Und bei denen, die wirklich super ins Team passen, hat das Bewerbungsgespräch eigentlich durch alle Teammitglieder stattgefunden und ist positiv bewertet worden. Also es ist nicht nur das, wenn man mir da gegenüber sitzt, sondern eigentlich nimmt das Team dann ein neues Mitglied gern gemeinsam auf, habe ich das Gefühl. Und wenn man dir dann so gegenüber sitzt, was ist dir dann im Bewerbungsgespräch wichtig für die Auswahl des Teammitglieds? Oder was Ja. ist auch wichtig bei der Zusammenarbeit? Also, das Erste, was ganz wichtig ist, was sind die 4 Gewährleistungsbehelfe? Das ist immer, die Desi lacht immer, das ist immer meine Standardfrage. Na, prüft wird nicht. Wichtig ist eigentlich, wo denkt man sich, da kann man gemeinsam große Herausforderungen bewältigen, sodass es Spaß macht, auch das Große anzugehen. Mehr muss ich eigentlich zu der Frage gar nicht sagen.